Yo, willkommen Freunde zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch versteckte Funktionen an einem BMW, vor allem heute an meinem E91, aber das ist bei jedem E91, E90, E92, E93 gleich. Ich habe mich dabei ein bisschen inspirieren lassen von einem amerikanischen YouTuber. Den Link packe ich euch mal in die Beschreibung, da könnt ihr dort noch mal vorbeigucken. Ja Freunde, noch ein kleiner Einwurf. Einige Sachen, die in seinem Video gesagt wurden, die sind bei meinem Fahrzeug nicht so. Das liegt wahrscheinlich an der Ausführung, weil das ist ein italienisches Fahrzeug, sagen wir mal ein europäisches Fahrzeug, und er hat ja wahrscheinlich dann die US-Version. Zum Beispiel diese ganzen Sachen am Spiegel habe ich dass der Spiegel, wie er es in seinem Video sagt, dass die Spiegel bei 25 km/h oder halt miles per hour, dass die dann wieder aufklappen, wenn die zugeklappt sind. Das hat bei mir auch nie funktioniert. Und die Sache, wenn das Auto zu ist und du jetzt den Schlüssel reinsteckst, in dem Moment die Zündung anmachst, dann hat sich bei ihm das Fahrzeug geöffnet. Das war bei mir nicht der Fall. Kann natürlich dann daran liegen, dass das vielleicht eine Vorschrift ist in den USA. Aber das habe ich auf jeden Fall nie. Das wollte ich euch noch sagen. Film ab. Let's go. Ja Freunde, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Morgen kommt ein E91 Bild, Daily Uploads. Wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert den Kanal. Genau Jungs, ich würde sagen, wir fangen mal an. Seht ihr jetzt den Schlüssel? Und wenn ich jetzt hier lange drauf drücke, gehen die Scheiben runter. Perfekt für den Sommer eigentlich. Ja, einfach schon auf Arbeit seid und von oben könnt ihr dann zack schon die Fenster aufmachen. Dann kann schon mal ein bisschen die Wärme rausgehen aus dem Auto. Dann aber auch andersrum wieder, wenn ihr dann lange zudrückt, gehen auch alle Fenster nach oben. Ist natürlich optimal, wenn ihr zum Beispiel vergessen habt, ein Fenster hochzumachen, könnt ihr das dann ganz einfach nachholen, sage ich jetzt mal. Und zwar hat ja jeder normalerweise zwei Schlüssel. Ich habe leider nur einen Schlüssel. Ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen. Ihr habt zwei Schlüssel und in jedem Schlüssel ist wie eine Speicherfunktion drin. Das heißt, dass alle eure Einstellungen bleiben dann im Prinzip. Wenn ich jetzt meinen Schlüssel hier reinstecke, sagen wir jetzt mal Schlüssel 1. Ich stecke Schlüssel 1 hier rein und hier drauf habe ich jetzt meine Spiegelposition gespeichert. Wenn ich eine elektrische Lenkradverstellung habe, dann wird das auch gespeichert. Wenn ihr elektrische Sitze habt, werden die auch gespeichert. Und eure Gebläsestufe wird auch gespeichert. Das heißt, wenn jetzt eure Freundin, die hat den anderen Schlüssel, den Schlüssel 2, und wenn die einsteigt und dann hier im Prinzip den Schlüssel reinsteckt, in dem Moment verstellen sich dann halt die Spiegel. Wenn ihr natürlich ein voll ausgestattetes Fahrzeug habt, verstellen sich die Spiegel, das Lenkrad, die Sitze und die Gebläse oder die Klimaeinstellungen. Kommen wir zum nächsten Punkt, was sehr versteckt ist an dem Fahrzeug. Und zwar habt ihr nämlich die Möglichkeit, genau, wenn man hier aufmacht, ich hoffe, man kann das sehen, aber nämlich dort eine USB-Ansteckmöglichkeit. Jetzt habt ihr dort eine schöne Musik drauf, die ihr auch in eurem BMW hören wollt. Genau, dann geht ihr auf CD und Multimedia, geht ihr dafür dann auf die Musiksammlung, dann drückt ihr eins nach rechts, ich zeige euch das mal, Wait Boys, drückt ihr ein nach rechts und dann könnt ihr Musikdaten importieren oder exportieren. Heißt in dem Moment, ihr geht auf Import und ihr könnt dann die ganzen Dateien, die in dem Moment auf eurem USB-Stick sind, könnt ihr dann ganz einfach auf euer Auto übertragen. Das wusste ich auch noch nie, das habe ich von dem amerikanischen Kollegen, aber ich zeige euch das auch mal. Und zwar ist jetzt, ich mache immer wieder die Klappe zu. Sag, jetzt seht ihr hier, okay, das Auto ist aktuell offen. Ich verriegel jetzt das Auto. Das Auto ist zu. Jetzt tue ich den Schlüssel einstecken. Hä, das geht nicht mehr. Was ist das? Nee. Okay, bei mir bleibt das dann offen. Okay. Na gut, okay, fail. Wenn ihr das Navi Professional habt und euer Display hängt gerade, was gerade nie an ist, moin, dann könnt ihr ganz einfach die beiden Ausgabetasten drücken, also ich habe jetzt nur einen, und dann resettet sich das Display, iDrive, wie auch immer. Tür zu, Klappe tot. Hä? Wir aktivieren jetzt mal das Fahrzeug. So Freunde, wenn ihr jetzt, das ist eigentlich eine der gängigsten Funktionen und einer der, ich sag mal, die jeder befolgen sollte oder die jeder aktiviert haben sollte. Und zwar, wenn ihr jetzt hier den Schalter auf links habt zur Spiegelverstellung und ihr dann in den Rückwärtsgang geht, bruh,
Junge, bin ich lost. Wenn ihr dann in den Rückwärtsgang geht, dann fährt der Spiegel runter. So, ich gehe jetzt mal auf neutral und stelle hier auf rechts. Zack. Und dann gehe ich wieder in den Rückwärtsgang. Und wie ihr seht, passiert gar nichts. Also, wieder auf links stellen. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere versteckte Sachen habt, versteckte Funktionen habt, schreibt die mal gerne mal in die Kommentare, würde mich nämlich auch interessieren. Wenn dort genug zusammenkommt, könnte man sogar noch ein paar zwei drehen. Wäre natürlich auch eine richtig nice Aktion. Im Abspann verlinke ich euch nochmal die ganze E91 Playlist. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch das anzugucken, könnt ihr da gerne mal durchstöbern und euch mal ein bisschen durchklicken. Da sind ganz interessante Sachen dabei, denke ich mal. Ja, Freunde, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein, bis zum nächsten Video wieder. Tschüss. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.